Denn Tanzi ist wohl von der Polizei verarscht worden. Polizei hat mich verarscht. Let's go. Jo, Leute. Diesmal auf jeden Fall kein Doppelpiece. Das, was mir passiert... Dann ist es immer ernst. Wir machen mal 1,2. Doppelpiece ist würdig. Tut mir wirklich leid für die Leute, die das sehr gerne hören. Mir ist letzte Woche Freitag etwas passiert, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Auf jeden Fall. Und ich wollte auch schon viel früher das so ein Video machen. Aber diese Impulsivität in Kombination mit diesem Thema, das war einfach überhaupt nicht gut gewesen. Kurz nachdem das passiert ist, habe ich schon ein Video aufgenommen und das war eine Qual. Weil ich einfach nur laut war und ich einfach noch, weil ich einfach immer noch nicht gefasst habe oder realisiert habe, was passiert ist. Hört mir ganz genau zu. Ganz genau. Chat schieben kannst. Ich fahre sehr gerne Auto. Ich fahre leidenschaftlich gerne Auto. Mich beruhigt das. Man kann die Seele baumeln lassen. Man kann ein wenig Musik hören. Und man ist einfach für sich ungestört. Und man weiß, man nervt niemanden, weil man eh die ganze Zeit nicht auf einem Fleck sich befindet, sondern man fährt. Das ist schön. Das gibt mir ein schönes Gefühl. So habe ich nicht wie jetzt hier in dieser Wohnung zum Beispiel das Gefühl, wenn ich Musik anmache, dass ich Nachbarn oder sowas nerve. Fühl ich. Ich fahre auch sowas von gerne Auto. Ich liebe Autofahren. Ich wollte meine alte Hut besuchen. Oranienburg. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe eine sehr schlechte Erfahrung mit Oranienburg. Ich habe dort damals gewohnt. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, könnt ihr ja gerne mal bei YouTube oder in Google Tanzverbot und Oranienburg eingeben. Dort gibt es viele, viele Informationen dazu. Da wurde zum Beispiel seine Adresse geleakt. Ich glaube, er hatte da einen SEK-Einsatz. Pizzen wurden ihm nach Hause bestellt. Ich glaube, Eier wurden an die Tür geworfen. Also seitdem da die Adresse geleakt worden ist, war das ganz, 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 ganz schlimm. Also er wohnt ja da nicht mehr, aber damals die Zeit war auf jeden Fall eine harte Zeit für ihn. Wenn ihr euch da einlesen wollt oder euch eingucken wollt. Ich bin bis zu einer bestimmten Stelle gefahren. Ich weiß es ganz genau. In Oranienburg gibt es eine Brücke. Darunter ist Wasser und daneben ist das Schloss Oranienburg. Relativ bekannt, kennen auch außerhalb von Oranienburg ziemlich viele Leute, weil das ein schönes Schloss ist. Nee, wusste ja nicht, dass Oranienburg ein Schloss hat. Dort an der Seite, auf der Brücke, auf dem Bürgersteig, war ein Polizeiauto mit 3 Polizisten gewesen. Die haben gerade irgendeinen jungen Mann oder irgendwen, haben die da gerade festgehalten, weil der Fahrrad gefahren ist. Vielleicht ohne Licht, was auch immer. Ich habe keine Ahnung über die Hintergründe. Aber das habe ich wahrgenommen. Das habe ich deswegen wahrgenommen, weil ich relativ laut Musik anhatte mit allen Fenstern unten. Oder mit 2 Fenstern unten, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und ich weiß, dass Polizisten sich gerne dadurch provozieren lassen und das als Veranlassung nehmen, jemanden unter Kontrolle zu stellen oder in Polizeikontrolle zu verfallen. Ich bin dran vorbeigefahren, habe leider im Seitenspiegel gesehen, dass ein Polizist relativ panisch zum Auto gerannt ist, also zur Fahrerseite gerannt ist und ins Auto eingestiegen ist. Ich bin um die Kurve gefahren da am Schloss und habe dann seitlich gesehen, dass er ungefähr sich 6 Autos hinter mir eingereiht hat. Also eine andere polizeiliche Unternehmung einfach fallen gelassen hat und sich einfach da hinten eingereiht hat, einfach losgefahren ist. Schon sehr komisch. Sehr komisch bis dahin. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich habe erst geguckt, ob die jetzt Polizeisirene anmachen und zu mir fahren und mich anhalten oder sowas. Ich habe das sofort auf mich bezogen. Bin dann weitergefahren in den ersten Kreisverkehr. Ist das nichts passiert. Die haben sich immer noch viele Autolängen hinter mich befunden. Also auch tatsächlichen Autos. Nicht nur Entfernung, sondern wirklich Autos. Also es kam auf mich kein Gedanke, dass die Polizisten irgendwie mich jetzt irgendwie mit einem Fernglas erspäht hätten. Wie? Also ich dachte, es ist jetzt nur einer hinter ihm. Dann bin ich auf den Kauflandparkplatz gefahren, weil ich einfach mal stehen wollte. Ich wollte gerade nicht fahren. Hab Motor ausgemacht. Bin ans Handy gegangen und aus dem Seitenwinkel sehe ich, dass die Polizei so direkt auf mich zufährt im Parkplatz. Und ich denke mir so, oh nein, ey, komm, erzählt mir jetzt bitte nicht iPhone. Sie haben jetzt so laut Musik angehabt und ich dachte mir so, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Es ist Freitag, ich habe gute Laune, ich will irgendwie ein bisschen rumfahren, chillen, einfach Seele baumeln lassen. Dann steigen die aus. Ich war schon angenervt auf jeden Fall, weil ich dachte, das kann ja einfach wieder nur irgendwas Sinnloses sein. Irgendeine Quotenerfüllung oder irgendwas. Ich habe nichts gemacht. So, und die können dann in ihren Zettel schreiben, ja, wir haben jetzt wieder jemanden, ich weiß nicht, wie das ist, da will ich jetzt auch gar nichts gegen sagen. Ich kenn nicht die Polizeimachenschaften, ich weiß nicht, wie da irgendwas läuft. Und dann kommt er zu mir, schönen guten Tag, bla bla bla, mein Name. Leuchtet mir erstmal übertrieben ins Auge. Ich denke mir so, Alter, was ist denn, wenn ich übertrieben lichtempfindlich bin? Das ist jetzt wirklich heulen auf hohem Niveau, aber ihr wisst, dass ich lichtempfindlich bin. Er schreit mir so direkt ins Auge und das ist ein normales Vorgehen. Ich weiß ja, wir gucken, ob ich irgendwelche Drogen genommen habe, ob sich meine Pupillen oder sowas verändern. Antwortet er erstmal, ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Damit hat es auf jeden Fall schon mal angefangen, wo sich mein... Ah, hat, glaube ich, bei beiden nicht gut angefangen. Also ich glaube, Tanzi war gleich ein bisschen genervt gewesen, weil er sich dachte, was kommt denn da jetzt? Und, ja, die haben dann natürlich auch genervt reagiert. So fängt halt eine Polizeikontrolle auch nicht gut an. Meine Gutmütigkeit zu der Situation auf jeden Fall sehr reduziert hat und ich mir so dachte, oh nee, bitte nicht so einer, der jetzt hier so einen übelsten Affen macht und hier einen raushängen lässt. Dazu erwähnt, die waren alle nicht älter als ich. Also ich kann mir, also gut, sagen wir mal, 25 bis maximal 30 waren die. Also die waren wirklich nicht älter. In Oranienburg ist auch eine Polizei. Also so 5 bis 10 Jahre älter als ich. Schon alte Säcke auf jeden Fall. Polizeiakademie könnt ihr gerne googeln, dort werden halt viele Polizisten ausgebildet und ich denke mal, die sind gerade von dort gekommen und müssen wahrscheinlich ihre Erfahrung machen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe schon gemerkt, dass er irgendwie so eine Grundignoranz mir gegenüber hatte, so eine Grundarroganz, nicht Ignoranz, tut mir leid, ich
bin ein bisschen durcheinander, so eine Grundarroganz mir gegenüber hatte. Dürfte ich denn mal Ihren Fahrzeugschein und Ihren Führerschein sehen? So, was Sie halt machen, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte, habe ich denen alles gegeben. Dann strahlt er mich so an. Ich so, Sie wissen schon, warum ich Sie angehalten habe? Ich so, ja, war meine Musik ein bisschen zu laut? Nein, ich hab beim Vorbeifahren gesehen, wie Sie mit Ihrem Handy gesprochen haben. Wie bitte? Ich hab mich so zu ihm gedreht und ihr müsst euch vorstellen, ich habe 15 Sekunden, habe ich starr zu ihm geguckt. Kurze Vorgeschichte, warum die Situation so krass ist. Ich bin Fahranfänger, ich habe 2 Punkte und beim 3. Punkt ist der Führerschein weg. Tanzi ist in der Probezeit. Hä? Aber in der Probezeit darfst du eigentlich gar keine Punkte haben, oder? Also, ich weiß jetzt nicht, was er meint mit Fahranfänger, aber eigentlich, oder? Weiß jemand, wann Tanzi seinen Lappen gemacht hat? Wenn er in der Probezeit einen Punkt bekommen hat, dann müsste sich eigentlich die Probezeit auf 4 Jahre verlängern. Bei mir war ja die Probezeit 4 Jahre lang. Und alle, die mein zweites MPU-Video gesehen haben, die wissen ja, was einem bevorsteht, wenn du Handy, also wenn du in der Probezeit bist und mit Handy am Steuer erwischt wirst. Also, ich will da jetzt gar nicht ausholen, aber guckt euch das YouTube-Video an, wenn euch die Story dazu interessiert. Ich denke mal, die meisten von euch haben es bestimmt gesehen. Wenn der Führerschein weg ist und ich ihn wieder haben will, 3 Monate warten, dann kann ich den Führerschein neu beantragen, dann muss ich neu die Prüfung ablegen und ich muss eine MPU machen. Und ihr wisst, was eine MPU bedeutet. Grob. Grob weiß ich das. Ganz, ganz grob. Nur damit ihr versteht, was ich in der Situation gedacht habe. Ich gucke zu Ihnen rüber. Ich habe in meinem Leben schon, ich würde fast sagen, 7.000 bis 8.000 Euro für MPUs ausgegeben. Also ich hatte 2. Eine war berechtigt, auf jeden Fall. Wegen Gras am Steuer und alles gut. War gut, dass ich meinen Lappen damals verloren habe. War gut, dass ich die MPU gemacht habe. War gut, dass ich dadurch mit dem Kiffen aufgehört habe. War alles richtig. Die zweite MPU war die größte Lachnummer. Da wurde ein Kollege mit dem Handy am Steuer erwischt und die haben, also ich erzähl's jetzt kurz, die haben mir den Brief zugeschickt. Ich habe es weitergeleitet an ihn und dann waren sie sich nicht sicher, wer gefahren ist, haben den Polizisten nochmal gefragt und der Polizist hat auf mich gezeigt, meinte, der ist gefahren und weil ich durch die erste MPU eine Probezeitverlängerung bekommen hatte auf 4 Jahre. Damals waren gerade 3 Jahre und 10 oder 11 Monate rum. Also ich wäre fast raus gewesen, dann wäre das auch nur ein Punkt gewesen. So habe ich aber nochmal eine MPU bekommen. Weil ich dagegen innerhalb von 2 Wochen keinen Widerspruch eingelegt habe, weil ich dachte, dass ich gar nicht gemeint bin, musste ich halt wirklich zur MPU gehen und musste halt wirklich bei der MPU sagen, dass das halt nicht mehr vorkommt, dass ich das war. Weil du kannst halt nicht zur MPU gehen und sagen, Digga, ich war das ja nicht gewesen so. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch, ich habe gesehen, wie Sie beim Vorbeifahren mit Ihrem Handy, irgendwas mit Ihrem Handy gemacht. Was eine MPU ist, medizinisch-psychologische Untersuchung. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht hat er das im Berichtsprotokoll oder sowas hinterlegt. Um euch jetzt auf den Punkt der Dinge zu bringen, ich habe es nicht getan. Ich hatte kein Handy am Steuer und ich bin doch nicht so dämlich. Ich bin doch nicht so dämlich, wenn ich sehe, dass da vorne 3 Polizisten sind, die direkt am Straßenrand auf mein Auto gucken können. Ich bin doch nicht so dämlich und halt mein Handy denn so neben denen und tippt da rum. Zumal er ein Handy auch erst dann hätte sehen können, wenn es übers Armaturenbrett ist. Das bedeutet, ich hätte so überm Armaturenbrett sein müssen. Aber davon mal abgesehen, ich möchte mich ja gar nicht raussprechen, weil ich habe nichts gemacht. Ich halte doch nicht mein Handy in der Hand und tippe irgendwas rum oder spreche irgendwas rein, währenddessen ich neben der Polizei rumfahre, wenn ich als Fahranfänger 2 Punkte habe und bei 3. ist mein Führerschein weg. Und deswegen war ich der Situation gegenüber so extrem empört. Und er sagt, ich habe das eindeutig gesehen. Und ich sage, den gucke ich alle an. Um mich herum waren 3 Polizisten gewesen. Da war noch eine, da habe ich dann auch am Anfang gesagt, oh ja, passt bloß auf, dass hier keine Waffe ist. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil dann kam da noch eine ums Auto und hat so aufgepasst und hatte so ihre Hand so am Halfter gehabt, so mäßig, so als ob sie sofort, zu jedem Zeitpunkt ihre Waffe rausholen muss, weil ich jetzt irgendwo ein Messer ziehe oder sowas. Weil es sind so voll diese American-Filme, keine Ahnung, ob das nur... So war das ja bei mir auch mit dem C63 in Hamburg. Da hat die eine Kollegin auch auf der Beifahrerseite die ganze Zeit abgesichert. Was ich aber auch okay finde. Die wissen ja nicht, wen sie kontrollieren und was derjenige macht. So, natürlich denkt man das von sich selber so, hä... Ich mache ja jetzt nichts, aber darauf können sich ja die Polizisten nicht verlassen. So. Normal ist, vielleicht ist es normal, so viel Kontakt hatte ich mit der Polizei nicht gehabt. Habe ich einen kleinen Witz drüber gemacht. Und dann weiß ich noch ganz genau, das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich habe das nicht gemacht. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich dachte erst, dass sie nur so einen Witz machen wollten. Das dachte ich erst, dass sie mich erkannt haben und deswegen Witz machen. Ich hatte kein Handy in der Hand. Ich bin nur nicht dämlich. Ich fahre doch nicht an der Polizei mit Handy in der Hand vorbei. Und die so, doch, ich hab das eindeutig gesehen. Und ich so, sorry Leute, ich kann diese Situation nicht mehr eins zu eins so wiedergeben. Die hat mich einfach so massiv schockiert.
Da stehen auf einmal Polizisten neben mir, die auf einmal aus einer anderen polizeilichen Situation heraus ganz schnell in ihr Auto steigen, zu mir kommen, mir hinterherfahren, aber nicht mal auf dringlich, so auf ganz locker. So, wenn er wegfährt, dann fährt er halt weg. So, wenn er irgendwo anders hinfährt und wir nicht mehr hinterherkommen. Ich war durchaus weit genug von dem weg, dass wenn ich durch irgendwelche Seitenstraßen gefahren wäre, die hätten mich nicht mehr bekommen. Also es hatte gar keine Dringlichkeit gehabt, warum die mir verfolgt waren. Warum die mir gefolgt sind, wisst ihr? Aber dann bin ich halt auf den Parkplatz gefahren und da hatten sie mich halt, weil ich stillgestanden habe. Und dann bin ich der Annahme gewesen, dass sie mich kennen. Die müssen mich kennen. Da habe ich gesagt, Alter, ihr kennt mich doch. Was soll denn diese Verarsche? Ich bin doch nicht dämlich. Ich bin Fahranfänger. Ich habe zwei Punkte. Beim dritten Punkt ist der Führerschein weg. Ich fahre doch nicht an drei Polizisten mit dem Handy vorbei. Der Typ hat mich angelächelt. Ich habe es aber gesehen, wie sie ihr Handy in die Hand halten. Ihr kennt mich doch alle. Da war noch ein anderer Polizist, der hat gar nichts gesagt. Ich schwöre, ich lüge euch nicht an. Die haben mich 100% erkannt. Die haben mich 100% erkannt und haben mir deswegen irgendwas unterworfen. Vielleicht haben sie auch noch das andere Video gesehen, wo sie gesehen haben, ich habe zwei Punkte. Beim dritten ist, das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt Spekulation, dazu kann ich nichts sagen. Aber die haben mich 100% erkannt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass die mich erkannt haben. Das habe ich am Blick von dem einen gesehen und ich habe das an seinem Blick gesehen. Wie gesagt, sie kennen mich doch. Es kann auch sein, dass ich du gesagt habe, weil da bin ich wirklich ausfeind geworden. Du kennst mich doch. Was soll denn diese Verarsche hier? Entschuldigung, ich hatte noch, soweit ich mich erinnern kann, habe ich noch keine polizeiliche Maßnahme mit ihnen gehabt. So ist er mir gekommen. Ich denke mir, so wollt ihr mich komplett verarschen und ich schwöre euch, ich habe es in diesen Gesichtern gesehen. Dieses ekelhafte, oh, ich stehe über dir, diese über dir Situation. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sagt er so in diesem ganzen ekelhaften, dumpfen Ton, also geben Sie nicht zu, diese Straftat begangen zu haben. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich bin doch nicht dämlich. Autofahren ist meine Liebe. Warum sollte ich denn jetzt sowas riskieren? Warum sollte ich dann mein Handy so halten? Der wollte mir auch keine genauen Angaben sagen. Das war so, na, wie habe ich dann mein Handy gehalten? Ich muss Ihnen dazu keine Angaben nennen. Natürlich müssen Sie mir dazu Angaben nennen. Hat er ganz kurz mal wie so ein Kind, also so haben Sie Ihr Handy gehalten. Und danach hat er wieder gar nichts mehr gemacht. Ja, es wird safe vor Gericht gehen. Also, wenn Tanzi dagegen Einspruch einlegt, wird das auf jeden Fall vor Gericht gehen und dann ist halt die Frage, ob die sich verhaspeln oder wie die das gesehen haben. So, weil er wahrscheinlich weiß, dass er sich damit hätte weiter reinreiten können irgendwie in diese Situation. Ich soll an der Polizei vorbeigefahren sein. Überm Armaturenbrett halte ich mein Handy, obwohl ich an meiner Windschutzscheibe so eine Handyhalterung habe. Soll ich so mein Handy halten und so an der Polizei vorbeigefahren sein, währenddessen ich zwei Punkte habe und beim dritten ist mein Führerschein weg, weil ich Fahranfänger bin? Das soll ich gemacht haben? Dann muss ich sagen, bin ich nicht ausfeind geworden, aber dann habe ich so auch gesagt, ihr wollt mich doch, ich will das nicht machen, wegen, ihr wisst schon, YouTube mag das nicht so. Und dann haben die nichts. Die Cops mögen das, aber YouTube nicht. Weiter dazu gesagt, gut, wir werden das aufnehmen und dann würde ich die Polizei bei Ihnen melden. Junge, dann sind die weggefahren, ich sitze da so und ich komme nicht mehr klar auf mein Leben. Ist das gerade wirklich passiert? Habe ich einen Tag vorher noch davon gesprochen, dass ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn man so gegen die Polizei redet? Im Livestream. Ich weiß noch, einen Tag vorher habe ich einen Livestream gemacht, wo ich gesagt habe, ja, hört mal auf damit, so mein Polizei, Freund und Helfer. Und der Meinung bin ich auch weiterhin. Das habe ich denen auch gesagt, Mann. Ich feiere die Polizei ja so. Ich bin auch der Letzte, der irgendwie was gegen sagen soll. Aber was ist das hier für eine scheiß Situation? Was macht ihr hier gerade mit mir? Ich bin doch nicht dämlich. Ich halte doch nicht mein Handy in der Hand, wenn ich am Polizisten vorbeifahre. Dafür habe ich doch eine Halterung. Warum soll ich dann mein Handy so in der Hand halten, wenn da die Halterung ist? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Die haben sich aber auch nichts sagen lassen. Der andere hat gar nichts gesagt, der hat mich die ganze Zeit so starr angeguckt. Ich schwöre euch, die haben mich erkannt und daraufhin haben die so eine Polizeisituation entstehen lassen. Jetzt werde ich dafür, das waren drei Polizisten gewesen und ich war alleine. Jetzt warte ich auf diesen Brief, werde da auf jeden Fall gegen vorgehen, aber wie hoch sind meine Chancen? Da waren drei Polizisten. Ja, ist halt schwer. Also angenommen, Tanzi hatte wirklich kein Handy in der Hand, so. Was ich auch denke, weil sonst würde er jetzt hier nicht so ein Video daraus machen, sondern hätte das unter den Teppich fallen lassen. Wenn die drei Polizisten alle drei dasselbe aussagen, wird das ganz schwer, weil er alleine ist, ohne Zeugen und die ihre, das, was sie gesehen haben, halt untermauern können mit gegenseitigen Zeugenaussagen. Drei Polizisten gewesen, die wahrscheinlich die Situation alle auch gesehen haben, obwohl die alle in polizeilichen Maßnahmen waren. Die waren alle in polizeilichen Maßnahmen. Ich spiele das auf 1,25-facher Geschwindigkeit ab. 3 Minuten noch. Oder 2. Und der Fakt, dass er eine andere polizeiliche Maßnahme abbricht, höchstwahrscheinlich, um mir hinterherzufahren, um mir dann sowas reinzudrücken, das ist für mich relativ eindeutig. Die Leute hier aus diesem Umkreis kennen mein Auto, das ist halt auch die Sache. Sollen wir nochmal auf langsam machen, damit wir den Unterschied hören? Also Tanzi redet ja auch so ziemlich schnell. Das kennt man, weil ich auch damals auf vielen Partys und sowas unterwegs war und da hängen halt alle, das ist halt so diese Dorfjugend, die hängen ja halt alle und da kennt man alles, man weiß, wie das aussieht. Und vielleicht hat er es dadurch erkannt, vielleicht durch mein Nummernschild, was weiß ich, keine Ahnung. Aber die haben mich 100% erkannt, ich lüge euch nicht an. Ich habe kein Handy in der Hand.
Das ist ja einfach, wenn man sich die Situation auf der Zunge zergehen lässt, ergibt das keinen Sinn. Warum sollte ich ein Handy in der Hand lassen, wenn ich neben der Polizei vorbeifahre? Das ist doch völlig dämlich, wenn ich 2 Punkte habe und beim 3. mein Führerschein weg ist und ich erst mit MPU und erneuter Prüfungsabsolvierung meinen Führerschein wiederkriege. Ich bin noch... Boah, ich bin zum Glück noch punktfrei. Zum Glück, ey. Zum Glück habe ich noch keinen Punkt. Nicht dem... Verliert man nach 3 Punkten jetzt schon seinen Führerschein? Wusste ich gar nicht. Sofort zum Anwalt. Ich denke, das hat er auch schon gemacht. Nämlich. Und jetzt verliere ich deswegen meinen Führerschein. Natürlich habe ich auch Scheiße gebaut, weswegen ich 2 Punkte habe. Ja, natürlich. Aber der Führerschein wäre nicht weg. So, jetzt habe ich die Kurve bekommen und jetzt kommt das. Jetzt, das ist unnötig und ich werde es nicht widerlegen können. Ich kann nur ein Video darüber machen und die Hälfte von euch denkt wahrscheinlich auch, ich laber nur Scheiße. Ich bin jetzt hier der YouTuber auf hohem Ross, der einfach irgendeine Straftat versucht zu mindern, indem man ein Video darüber macht. Aber so ist es nicht. Ich bin doch nicht dämlich. Da kommen richtige Madeira-Vibes wieder rüber bei mir. Wie hieß denn der Typ, mit dem er nochmal den Beef hatte auf Madeira? Wo das die ganze Zeit da um die Rassismusvorwürfe ging. Irgendwas mit A. Wie hieß denn der Typ nochmal? Abdel, genau. Genau, da kommen richtige Madeira-Vibes wieder rüber, finde ich. Und jetzt warte ich auf diesen Brief. Jetzt warte ich auf diesen Brief und jetzt muss ich dagegen vorgehen. Und vielleicht werde ich da, ich habe mir alle Daten von denen geben lassen, dann mache ich da vielleicht auch so ein Disziplinarverfahren. Seit 2014 gilt ab 8 Punkten in Flensburg, Fahreignungsregister müssen Autofahrer mit dem Führerscheinentzug rechnen. Zuvor müssen sie aber verwarnt und ermahnt worden sein, dem Führerschein. Acht Punkte. Ich weiß gar nicht, warum er denn ab 3 Punkten schon seinen Lappen verliert. Ich habe keine Ahnung davon. Ich werde mir da auf jeden Fall noch umgehen. Ich habe mir da schon relativ viele Informationen eingeholt von guten Menschen, die sich mit sowas auskennen. Und das wird auch weitergehen. Wie die Chancen wirklich aussehen? Keine Ahnung. Jemand hat mich gefragt, wie viele Polizisten waren da? Ich habe gesagt 3. Wie viel warst du? Ich war einer. Okay, dann warst du's. Ganz plump gesagt. Und so ist es ja. Das sind 3 Zeugen, die wahrscheinlich aussagen werden, dass ich es getan habe. Und ich werde dafür einen Punkt kriegen und jetzt hat sich es erledigt mit dem Führerschein. Aber hört ihr dieses... Das wäre so bitter für Tanzi. Das wäre so bitter. Vielleicht kann ihn Sido denn 3 Monate rumfahren. Tanzi hat ja auch Sido 3 Monate rumgefahren oder so. Ich glaube, Sido hat gar keinen Führerschein. Daher hat Tanzi ihn immer rumgefahren. Diese Situation an sich, die ergibt doch keinen Sinn. Ihr wisst alle, jeder von euch weiß, dass ich Autofahren liebe. Und ich riskiere das doch nicht, indem ich hier cool neben der Polizei überm Armaturenbrett rumfahre und mit dem Handy rumtippe. An der Polizei vorbeifahren, bei 2 Punkten als Fahranfänger. Ich bin doch nicht dämlich. Ich komme nicht klar. Na gut, Leute. Ich wollte euch diese Situation einfach nur mitteilen. Keine Ahnung, was ich machen soll, Alter. Aber das hat sich wirklich ereignet. Und du bist so machtlos. Du kannst nichts machen. Du kannst dir den nicht mal vorknüpfen oder so. Würde ich auch nicht machen wollen. Oh, das war wirklich, ich fühle das. Das ist richtig, richtig unfair. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist so die Polizei. Du kannst nichts machen. Die können alles mit dir tun, was sie wollen. So, wenn die wollen, dann... Ey, du hast uns bedroht. Du hattest ein Messer. Wir sperren dich jetzt ein. So einfach mal ganz übertrieben angesehen. Die könnten das einfach machen. Und das hat sich so ekelhaft angefühlt. So als Bundesbürger, als Mitbürger Deutschlands so einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann nichts machen. Die haben mir irgendwas vorgeworfen und ich kann nichts machen. Das ist völlig egal. Das ist nicht so. Man kann argumentieren. Es ist so. Wenn die das sagen, ist es so. Gut, Leute. Dankeschön fürs Zuhören. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Na gut, Leute. Haut rein. Wenn es zur Gerichtsverhandlung kommt, ich glaube, dann müssten die auch erstmal sagen, wie das Handy aussah. Dann werden sie wahrscheinlich sagen, war dunkel. Er hatte auf jeden Fall irgendwas in der Hand. Denn es ist wiederum die Frage, woher wollen sie denn wissen, dass das Handy war und so. Also ich glaube, vor Gericht ist es trotzdem gar nicht so leicht. Es gibt ja kein Blitzerfoto oder kein Foto, wo er wirklich das Handy in der Hand hat, was das so richtig beweist.